die Entscheidung, dass die zweite Stammstrecke gebaut wird, ist gefallen. Der offizielle Spatenstich wird deshalb am 5. April 2017 um 15 Uhr beim Marienhof stattfinden. Wir haben gerade unterzeichnet eine Vereinbarung zwischen dem Bundesverkehrsminister und dem Freistaat Bayern, um festzulegen, die Finanzierung im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsbundesprogramms. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Finanzierung der zweiten S-Bahn-Strecke. München ist nun mal eine Metropole von weltweiter Bedeutung. Sie ist die Region Bayerns, die mit Abstand am stärksten wächst. Und da müssen wir den Menschen vernünftige Lebensbedingungen auch in der Zukunft gewährleisten. Den größten Kostenanteil wird der Bund dabei übernehmen. Und der Bund hat jetzt eine Zusage gegeben von 1,5 Milliarden Euro. On top kommen, falls sich hier Risiken, die wir ja bei rund 600 Millionen bewertet haben, einstellen sollten, also realisieren sollten. Nicht jedes Risiko, das man identifiziert, stellt sich ein, sondern Risiken werden genau deswegen identifiziert, um sie im Zweifelsfall auch vielleicht vermeiden zu können. Falls sich diese Risiken einstellen, wird der Bund sich auch daran mit 60% beteiligen. Das Kabinett hat sich heute noch einmal klar dazu bekannt, dass selbstverständlich nicht in Frage stellt, dass auch andernorts in Bayern in den nächsten Jahrzehnten weitere GVFG-Projekte stattfinden, egal ob das um den Ausbau von Straßenbahnen oder U-Bahnen dergleichen geht. Selbstverständlich bedeutet das keinen Stopp für andere Projekte, sondern auch andernorts in Bayern wird der Ausbau des ÖPNV weiter vorangebracht. Wir bauen für die Menschen, damit die Mobilität besser wird, damit es weniger Betriebsstörungen in diesem wichtigen S-Bahn-Netz gibt. Das Wichtigste an diesen Bauprojekten ist wirklich aus der Erfahrung heraus die Kommunikation. Und deshalb werden wir unseren Kunden, aber auch alle Anwohner rechtzeitig, regelmäßig, umfassend und transparent informieren. Und wir werden nicht nur einen runden Tisch machen, sondern wir werden auch Nachbarschaftsforen organisieren. Wir werden auch hier in der Kommunikation Lessons learned, das heißt aus den vielen Projekten, die wir tagtäglich begleiten, werden wir immer wieder die Lessons learned einbringen und versuchen hier wirklich einen Benchmark umzusetzen.